Und lernen das. Herzlich willkommen zu unserem MINT-Webinar Nummer 46, Start nach der Sommerpause jetzt. Wir starten auch gleich mit einer neuen Reihe, und zwar MINT trifft Handwerk. Und heute den Start macht Mareike Weselow von der Handwerkskammer hier in Hamburg. Es ist sehr schön, so viele bekannte Namen in der Teilnehmerliste zu sehen. Und auch Frau Weselow, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Vielleicht noch mal kurz ein paar Worte. Ich bin Sigrun Bohnes von der Körber Stiftung, dort im Programmbereich der MINT-Region verantwortlich für die Qualifikationsformate wie beispielsweise dem IHK-Lehrgang, aber auch hier unsere MINT-Webinare. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt eine neue Runde starten. Wir werden wie immer unterstützt von der Stiftung Bürgermut. Heute ist es Johannes Hoffmann und auch für die weiteren Webinare, der uns unterstützt. Bei technischen Problemen gerne die Telefonnummer im Chat anwählen. Vielleicht auch noch vor dem Start ein paar technische oder organisatorische Informationen beim Austausch und bei Fragen im Chat. Bitte versenden an alle, auswählen. Die Fragen sammle ich und stelle sie im Anschluss an den Impuls. Wir teilen auch den Link zur Aufzeichnung und die Folien, die Frau Weselow uns gleich zeigt. Und wir starten gleich mal mit der Webinarreihe MINT trifft Handwerk. Wir gehen heute oder bleiben heute in Hamburg. Wir gehen zur Handwerkskammer in Hamburg, wo Mareike Weselow als Projektverantwortliche das ESF-Projekt Traumjob Handwerk verantwortet. Und sie gibt uns Input aus ihrem Projekt, der auch für die MINT-Netzwerke, für die MINT-Region, für die Arbeitsagenturen und ich habe gesehen von Buchholz, Rostock, Neuss, Gelsenkirchen, Ingolstadt bis Deggendorf auch interessant sein kann. Wir wollen lernen heute, in welchen Gewerken auch MINT steckt, ein bisschen mehr über die Handwerksberufe lernen, aber auch wie Zielgruppen, wie Schülerinnen und Schüler, wie Eltern und Lehrkräfte als MultiplikatorInnen erreicht werden können und wie vielleicht Jugendliche für das Handwerk auch begeistert werden können. Ich übergebe mal gerne an Sie, Frau Weselow. Vielen Dank, dass Sie heute den MINT-Regionen Ihr Projekt vorstellen. Ich freue mich sehr auf den Input. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich bin auch schon ganz gespannt hier heute auf diese Runde. Ich freue mich sehr, dass ich Ihnen das Projekt Traumjob Handwerk vorstellen darf. Wir sind hier in Hamburg für die Handwerkskammer Hamburg sozusagen diejenigen, die fürs Nachwuchs, für die Nachwuchssicherung da sind, die dafür sorgen, dass mehr Personen vom Handwerk erfahren. Und ich schalte gleich mal meine Präsentation frei. Ich werde Ihnen so ein paar Eindrücke geben. Ich habe jetzt natürlich erstmal hier so das Mikro und werde Ihnen viel erzählen. Ich freue mich aber auch sehr über Nachfragen, über Impulse und über den Austausch, weil uns das gerade, es freut, dass es wieder möglich ist. Es war jetzt die letzten 2 Jahre natürlich weniger als sonst. Und ich hoffe, dass Sie auch etwas mitnehmen können von dem, was wir so machen. Genau, ich starte einmal die Präsentation, damit Sie auch einen Einblick bekommen. Genau, das ist hier schon mal gut zu sehen. Wir sind vom ESF, von der Europäischen Union finanziert. Wir sind hier in Hamburg tätig. Das heißt, tatsächlich kann ich hier vor allen Dingen über Hamburg erzählen. Ich bin aber auch immer gespannt, von anderen Regionen zu hören, gerade auch aus Städten, wie es dort läuft. Also behalten Sie das auch gerne im Hinterkopf und stellen Sie dazu gerne auch Fragen. Bei Traumjob Handwerk sind wir zu 11 tätig an dem Thema, wie können wir eigentlich Jugendliche ins Handwerk bringen, wie können wir den Nachwuchs sichern. Dabei haben wir verschiedene Unterziele, nämlich zum einen, wie können wir durch praktische Erfahrung begeistern, zwar nicht nur Schüler und Schülerinnen, sondern auch die Multiplikatoren am Übergang Schule und Beruf, denn die sind einfach auch der Zugang dazu, zu den jungen Leuten. Wie bekommen wir mehr Jugendliche in eine Ausbildung ganz konkret im Hamburger Handwerk? Wie können wir Azubis und Handwerker und Handwerkerinnen als Vorbilder einsetzen? Also tatsächlich auch das Ziel, diejenigen, die schon aktiv sind, die schon diese Entscheidung getroffen haben, die zu nutzen als Vorbilder, um auch Stereotype abzubauen. Und dann ist es unser Ziel, Gesellinnen beim Abschluss der Meisterfortbildung zu unterstützen. Und hier habe ich kein Sternchen vergessen. Sie merken, ich nutze das viel, sondern hier geht es tatsächlich um Frauen, die schon einen Gesellenbrief haben im Handwerk, die dabei zu unterstützen, auch die Meisterfortbildung zu machen. Da gehe ich aber gleich noch mal ein bisschen drauf ein.
Ja, wir haben uns das große Ziel gesetzt, dass mehr Leute die positiven Seiten des Handwerks kennenlernen, denn es gibt ganz viel noch altes Wissen, ganz viele Stereotype, die so in den Köpfen und Vorurteile, die in den Köpfen vorhanden sind. Und wir haben einfach gemerkt, Handwerk, da ist das Schönste, das man wirklich anfassen kann. Wir haben also ganz viele Fortbildungen und praktische Workshops. Wir haben Schnupperkurse für Schülerinnen und Schüler, wie wir eben Einblicke geben können. Und Sie sehen hier Lehrkräfte, die an großen LKWs sich mal die Räder genauer angucken. In der Mitte darf eine Lehrkraft, ist es glaube ich, durch einen Azubi, den sehen Sie links, ein Rohr biegen und merkt mal, wie viel Kraft man dafür eigentlich benötigt, aber dass es mit der richtigen Technik auch ganz gut läuft. Und ganz rechts sehen Sie mehrere Lehrkräfte und auch Berufsberater, Berufsberaterinnen, die Kekse verzieren, denn auch das Bäckerhandwerk gehört mit dazu. Und genau diese praktischen Einblicke sind es, die bei uns immer wieder zur Erkenntnis führen, man braucht das, man muss es einmal anfassen und riechen und erleben, damit man merkt, wie ist Handwerk eigentlich so aufgebaut, was gehört dazu, wie fühlt sich das an. Mag ich das, löst das was Positives aus oder nicht? Und am Ende des Tages was Praktisches gemacht zu haben, einen Unterschied zu sehen, das ist eigentlich immer ein ganz tolles Erlebnis. Das merken wir sowohl bei den Lehrkräften, bei den BerufsberaterInnen, aber auch bei den Schülern und Schülerinnen. Um Sie direkt ein bisschen einzubinden, habe ich hier die Möglichkeit bekommen, ein kleines Quiz mit Ihnen zu veranstalten, eine kleine Umfrage. Und ich habe Ihnen dazu vier Handwerksberufe aufgeschrieben, die Sie gleich eingeblendet sehen. Und da wäre einmal für mich die Frage an Sie, welcher der genannten Berufe ist denn kein Handwerksberuf? Genau, Herr Hofmann blendet das ein, wunderbar. Also, Sie sehen hier vier Ausbildungsberufe und da wäre die Frage, welcher ist kein Handwerksaus, keine Ausbildung im Handwerk, genau. Ja, spannend, das hier so mitzuerleben. Klasse. Ja, wir haben Koch, Köchin am Anfang ganz weit vorne, aber auch Fotograf, Fotografin. Klasse. Ich glaube, dieses Tool möchte ich auch mal mit unseren Schülern machen. Das ist nämlich tatsächlich eine Frage, die wir auch viel an Schulen stellen, die wir mit einbeziehen, weil das immer wieder spannend ist, da auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Genau, ich glaube, Herr Hofmann wartet noch auf die Letzten, falls Sie noch Lust haben, mitzumachen. Genau, aber wir können es auch gerne freigeben. Beziehungsweise einmal auf die Resultate gucken. Ich glaube, wir haben das jetzt schon freigegeben, dass das jetzt das Endergebnis ist, Super. sozusagen. Klasse. Ja, also bei Ihnen liegt der Fotograf, die Fotografin ganz weit vorne. Beim Schilderhersteller sind sie sich einig, also bis auf eine Person, die darauf getippt hat. Das ist klasse. Das ist tatsächlich ein Handwerksberuf, der Schilder- und Lichtreklamehersteller. Auch der Apparatebauer oder die Behälter- und Apparatebauer sind Handwerker und tatsächlich sind es auch die Fotografen. Da gibt es die Eigenheit als Fotograf. Kann ich, muss ich aber keine Ausbildung machen im Handwerk, beziehungsweise ich muss mich nicht eintragen lassen. Es gibt Fotografen, die in die Künstlerkasse einzahlen. Das sind also dann keine Personen, die in der Handwerkskammer gemeldet sind. Aber es gibt eine handwerkliche Ausbildung als Fotograf oder Fotografin. Koch und Köchin, die gehören in die Handelskammer. Das gehört in diesen ganzen Bereich Gastronomie. Deswegen gehören die nicht mit ins Handwerk. Genau, ganz spannend. Also fand ich auch, das war eine meiner ersten Erkenntnisse, wo ich dachte, ah ja, das ist doch alles sehr eng beieinander und man muss genau hingucken, aber es gibt viele tolle Möglichkeiten im Handwerk von kreativen Berufen wie in der Fotografie über eben, also die Bäcker, Bäckerinnen, die sind Handwerker. Also im Lebensmittelbereich gibt es Möglichkeiten und wir sind hier ja heute aber, um so ein bisschen auch das Thema Umwelt zu beleuchten. Und da gebe ich Ihnen gleich auch noch ein paar Informationen. Super. Dann erzähle ich Ihnen jetzt hier nochmal ein bisschen was, was wir machen, um
die Lehrkräfte ein bisschen mehr mit den Betrieben zu vernetzen. Das ist nämlich bei uns ein ganz großes Thema, um wirklich auch nachhaltig Verbindungen zu schaffen und diese Erkenntnisse, die aus den Fortbildungen mit nach Hause genommen werden, um die zu verfestigen. Versuchen wir immer, die Schulen und die Lehrkräfte, die teilgenommen haben, auch mit konkreten Betrieben zu vernetzen. Das tun wir zum Beispiel durch Kooperationsveranstaltungen. Da gibt es einmal im Jahr bei uns in der Handwerkskammer ein riesiges Treffen, wo meistens so 60 Personen aus dem Handwerk und 60 Personen von Schulen oder aus dem Übergang Schule-Beruf zu uns kommen und miteinander schauen, gibt es Praktikumsplätze, wann findet wieder eine Schulmesse statt, wo ich als Betrieb auftauchen kann, was für Möglichkeiten kann ich Schülerinnen und Schülern bieten, bei mir mal reinzugucken, kann ich an die Schule kommen und dort mal meinen Beruf vorstellen. Das sind eben diese ganz konkreten Kooperationen, die wir versuchen anzustoßen, um da eine Vernetzung aufzubauen. Und generell arbeiten wir viel mit Berufsorientierungslehrkräften zusammen, um zu gucken, was können wir an den Schulen verankern, damit möglichst viele Schülerinnen und Schüler mehrmals Berührungspunkte mit dem Handwerk haben. Denn meistens hören die das und merken so, ah ja, okay, irgendwas mit Handwerk, ach mal gucken. Und erst beim zweiten, dritten Mal verstehen sie wirklich so, ach, Handwerk, das ist das, wo ich wirklich was machen kann. Das ist nicht nur der Tischler oder der Maurer, sondern, ach so, Friseur gehört auch mit dazu. Das ist ganz spannend und da gucken wir, dass wir möglichst viele Berührungspunkte ermöglichen. Genau, wenn wir dann soweit sind, dass die Schülerinnen und Schüler informiert sind und sagen, ich möchte gerne in die Ausbildung, ich gucke mir mal an, was es da gibt, dann helfen wir durch die Ausbildungsvermittlung. Da ist es so, dass wir ganz klassisch auf Messen vorhanden sind mit einem Stand. Hier sehen Sie oben rechts, oben links eher in den Bildern, dass wir auf der Messe Einstieg sind. Das ist eine riesige Messe in Hamburg. Wir führen aber auch Infostunden durch und das habe ich mit aufgeschrieben, weil wir immer wieder merken, es gibt viele Personen, die brauchen einfach nochmal so die Sicherheit, so einen Überblick zu bekommen, so einen leichten Einstieg direkt anzurufen mit 16, 17, 18 und sagen, oh, ich suche eine Ausbildung, ich weiß aber noch nicht richtig wie. Das führt doch häufig noch zu Hemmnissen, da trauen die sich nicht so. Aber wenn sie wissen, ich kann mich bei einer Infostunde anmelden, die war in den letzten 2 Jahren digital, sonst und ab jetzt ist sie tatsächlich auch wieder in Präsenz. Ich kann mir das erstmal anhören, das hilft absolut, um so eine Hürde abzubauen. Also bei uns geht es auch ganz viel darum, wie können wir eine niedrigschwellige Eintrittschance bieten und das sind diese Infostunden. Wenn die Bewerber, Bewerberinnen dann sagen, ich möchte mich gerne begleiten lassen, ich brauche noch ein bisschen Unterstützung, ich kriege zum Beispiel mehrere Absagen jetzt schon auf meine Bewerbung, ich weiß gar nicht, woran das liegt, dann werden die von uns begleitet. Sie sehen unten in dem Bild meine beiden Kollegen, Herr Hoppe und Herr Scholz, die eben ganz konkret immer drauf schauen, wie sehen deine Bewerbungsunterlagen aus, wo möchtest du denn hin? Wir haben zum Beispiel den Beruf des Tischlers, der wahnsinnig beliebt ist. Das denken die meisten gar nicht, aber der ist unglaublich überlaufen und da ist es schwierig, einen Platz zu bekommen, vor allem einen guten Platz zu bekommen. Denn Tischler, da denken viele an so schöne Vollholzmöbel, die nach Maß angefertigt werden. Häufig muss der Tischler aber natürlich auch in Akkord standardmäßig, ich weiß nicht, für so ein Hotel mehrere tausend Schränke oder Fensterrahmen oder Türen herstellen, die alle gleich sind. Und das wird dann eben an bestimmten Fräsen und spezialisierten Geräten hergestellt. Und da macht man eben nicht auf Maß immer wieder was Neues, sondern eben auch oft das Gleiche. Und da gucken wir so ein bisschen, dass wir eine gute Beratung hinbekommen, damit keine Enttäuschung stattfindet, wenn man dann in den ersten Wochen eine Ausbildung vor Ort ist. Wir bieten auch Eignungstests und Bewerbungscheck an. Das gehört da so ein bisschen mit rein. Es geht ja auch hier darum, wie können wir begeistern? Wie können wir begeistern fürs Handwerk? An der Stelle sind wir häufig dabei zu gucken, die Begeisterung, die wir geschaffen haben, wie können wir die auch tatsächlich in realistische, gute Bahn leiten? Und mit einem Eignungstest können wir auch nochmal gucken, sind die Mathe-Noten wirklich so desaströs, wie der Bewerber häufig glaubt oder könnte es vielleicht in dem einen oder anderen Beruf doch passen?
Das heißt, da versuchen wir auch Ängste abzubauen. Und als letztes habe ich die Lehrstellenbörse, Praktikums- und Ferienjobbörse. Da nehmen wir alle Angebote auf, die uns die Betriebe geben, weil wir merken, ich hatte vorhin schon von den Hürden gesprochen, dass es manchmal schwierig ist, sich darauf einzulassen und direkt nachzufragen nach Hilfe, sondern viele wollen gerne erstmal anonym selber gucken, was für Angebote gibt es. Und da haben wir eine sehr gute Übersicht bei uns in der Handwerkskammer Hamburg, die wir auch pflegen. Also das gehört, glaube ich, auch absolut mit dazu, wenn man so eine Börse hat, dass man schaut, dass die Angebote aktuell sind, dass die Lehrstellen, die da drin sind, nicht für 2019 sind, sondern dass sie jetzt wirklich jetzt schon für 2023 sind, dass das Betriebe sind, die eine gute Ausbildung anbieten. Und da sind wir viel in Rücksprache. Das heißt, da gucken wir auch viel drauf, wenn wir zum Beispiel die Rückmeldung bekommen, ein Betrieb antwortet gar nicht mehr auf Praktikumsbewerbungen, dann rufen wir dort an und gucken auch, was ist da los? Ist da gerade einfach jemand länger krank und die Anfragen können nicht beantwortet werden? Oder werden die völlig überhäuft mit Anfragen und brauchen eigentlich gar keine neuen Bewerbungen mehr, dann nehmen wir diese Anzeigen auch raus. Das ist aber ganz viel Zusammenarbeit mit den Betrieben. Wir brauchen Rückmeldungen von den Personen, die diese Börsen nutzen, um dann gutes Angebot herzustellen. Und auch da ist es so, es ist einfach frustrierend als junger Mensch, wenn man sich oft bewirbt und gar keine Rückmeldung bekommt. Und diesen Frust, den versuchen wir durch gute Angebote abzubauen. Das gehört definitiv auch mit zu unserer Arbeit. Ja, und dann habe ich noch den dritten Bereich, nämlich die Aufstiegsbegleitung und die Berufsorientierung, nämlich Gesellinnen, die schon eine Ausbildung gemacht haben, die sich überlegen, wie kann denn meine Karriere weitergehen, dass wir die unterstützen, weiter im Handwerk sich zu entwickeln. Und zum einen geht es darum, tatsächlich die Frauen zu unterstützen, zu gucken, wie kann man das finanziell, wie kann man das familiär stemmen. So eine Meisterfortbildung ist nicht ohne. Das ist zum Teil 1 bis 2 Jahre in Vollzeit oder auch in Teilzeit dann noch länger. Und wir finden da aber eben ganz viele tolle Personen, die auch wirklich fürs Handwerk einfach glühen und sagen, ich finde es toll, das ist genau meins und ich möchte da noch mehr Personen, ich möchte da vielleicht auch genau Mädchen ansprechen. Ich möchte da noch Einblicke geben und die benutzen wir dann als Vorbilder. Wir setzen sie ein in Schulen. Sie sehen hier unten verschiedene Bilder, wo sie in Gesprächsrunden zusammensitzen, wo sie ihre Gewerke vorstellen und wo sie auch mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt sind und etwas zeigen. Und das Schöne an unserem Projekt ist, dass wir einen Schwerpunkt haben auf dem Feld Umwelt. Uns geht es nämlich darum, zu gucken, dass das Klimahandwerk noch mal mehr gestärkt wird. Generell sind wir für alle Berufe da, denn das Herausfordernde ist ja auch, dass es 2 Möglichkeiten gibt, also im beruflichen Kontext Umweltschutz zu betreiben. Da haben wir zum einen die Berufe, die einfach schauen, dass sie möglichst klimaneutral arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine Vollkornbäckerei, die mit Lastenrädern alles austrägt und in die Filialen bringt. Wir haben Friseure, die sich auf Naturhaarprodukte spezialisieren, sodass eben keine Chemie eingesetzt wird, dass möglichst viel recycelt wird und so weiter. Das ist so die eine Sparte. Das andere ist im Handwerk natürlich das Handfeste, die Umsetzung vom Klimahandwerk. Das heißt, da haben wir einen großen Bereich von Berufen. In der Einladung, die Frau Bohnes für uns hier formuliert hatte, da sagt, es stand genau richtig 30 Berufe, plus minus 30 Berufe, die eben im Umwelthandwerk ganz eindeutig tätig sind, wenn es zum Beispiel im Bereich Bau darum geht, eine gute Dämmung mit einzubauen, das Isolieren so zu gestalten, dass wir möglichst wenig Energieverluste haben. Es geht darum zu reparieren, statt neu zu fertigen. Das ist einfach das Thema vom Handwerk. Es gibt aber die 30 Berufe so über den Daumen gepeilt, es entwickelt sich sehr viel und deswegen versuchen wir generell über das Handwerk zu informieren und immer wieder auf diesen Aspekt Umweltschutz
und Energieeffizienz hinzuweisen. Und gerade die Gesellinnen, die schon länger im Bereich Handwerk tätig sind, die kennen sich da einfach sehr gut aus und die setzen wir ein in den Schulen, um da nochmal ein ganz, ganz authentisches Testimonial zu bekommen. Jetzt gucke ich hier einmal kurz auf meinen Spickzettel, denn mit dieser Folie habe ich auch noch einen zweiten Punkt, den ich gerne rüberbringen möchte. Und dafür haben wir eine zweite Quizfrage, denn bei dieser Folie geht es natürlich auch um Karriere im Handwerk. Und ein Stereotyp, was wir häufig haben, was auch die Gesellinnen häufig, mit dem sie häufig arbeiten dürfen und müssen, ist dieses Gefühl, wenn ich aber eine Karriere machen möchte, wenn ich viel verdienen möchte, dann ist Handwerk ja eigentlich eine Sackgasse. Und da habe ich jetzt einmal eine Frage, um das ein bisschen einzuläuten an Sie, nämlich, was Sie denken, wie viel Prozent der Azubis, die letztes Jahr in Hamburg eine Ausbildung angefangen haben, wie viele davon haben mit Abitur die Ausbildung gestartet. Genau, also ich habe jetzt einfach mal die Hamburger Zahlen genommen, den letzten Jahrgang. Wir haben ja tatsächlich, man wundert sich immer, wir haben immer noch Ausbildungsverträge, die gerade eintrudeln, deswegen die Zahlen des letzten Jahres. Genau. Glauben Sie, dass 0,5% Abitur gemacht hat? Glauben Sie, dass 8% mit Abitur in die Ausbildung gestartet sind? 17 oder 24? Es kommen noch ein paar Fragen rein oder Antworten rein. Super, die Hälfte liegt bei 17%. Genau, ein Drittel bei 8%, 10 bei 24 und 3% glauben, es ist 0,5%. Tatsächlich sind es in Hamburg 24%, die mit Abitur in eine Handwerksausbildung gestartet sind. Das überrascht immer wieder. Es ist eine Zahl, die bei uns gerade sehr stark ansteigt, was natürlich einmal daher kommt, dass wir immer mehr Abiturienten haben. Das ist generell, glaube ich, in Deutschland ein großer Trend, dass immer mehr in die Oberstufe gehen, die Oberstufe abschließen. Wir haben aber auch immer mehr tolle Möglichkeiten, dual zu studieren, beziehungsweise auch ein duales Studium mit Handwerksausbildung zu verknüpfen. Und wir haben viele Personen, auch in Oberstufen sind wir viel tätig, arbeiten mit Schülerinnen und Schülern durch Workshops. Und da sind viele, die sagen, ich würde gerne was Handwerkliches machen, aber ich will doch natürlich auch Abitur machen, um dann eine verantwortungsvolle Position zu übernehmen. Oder ich möchte gerne ein Start-up, eine neue Idee, ich möchte was gründen. Und da ist Handwerk einfach ein ganz toller Bereich. Da viele Handwerker und Handwerkerinnen ohnehin gründen, da ist ganz viel Erfahrung oder die übernehmen Familienbetriebe. Da haben wir ganz viele Möglichkeiten und es gibt sehr viele Ausbildungsberufe, in denen man tatsächlich auch schulisch ganz schön was mitbringen muss. Wenn ich zum Beispiel an die Augenoptiker oder Hörakustiker denke, da ist einfach Physik ein ganz wichtiges Fach, Mathematik muss man mitbringen und da ist es, wenn man mit Ach und Krach den ersten Schulabschluss oder Hauptschulabschluss gemacht hat und damit Ach und Krach durchgekommen ist, dann sind das nicht die richtigen Ausbildungen. Denn da wird man in der Berufsschule, wenn es ganz blöd läuft, sehr scheitern oder eben eine sehr schwierige Zeit haben. Und da gucken wir auch immer wieder, wo sind denn die Ansprüche und die Anforderungen im Beruf ein Match mit dem, was die Schülerinnen und Schüler so mitbringen. Genau. Das also einmal zum Thema, wer fängt eigentlich mit Abitur an oder wie viele fangen mit Abitur an? Generell ist es so, dass natürlich der Hauptteil, der bei uns in Hamburg in eine Ausbildung geht, hier im Handwerk, die haben den ersten oder den mittleren Schulabschluss. Das hält sich ungefähr die Waage mit jeweils ein Drittel. Und dann haben wir noch Personen, die ohne einen Schulabschluss eine Möglichkeit haben, ins Handwerk zu starten, da es keine Minimalanforderungen auf gesetzlicher Seite gibt. Und es gibt viele verschiedene Fördermöglichkeiten, sodass eben Personen, die den Schulabschluss noch nicht geschafft haben, das durch eine Ausbildung nachholen können. Ja, und das ist, glaube ich, auch so das zentrale Thema, was wir haben, dass wir versuchen, möglichst viele Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen. Und
eben zu gucken, wie groß ist die Bandbreite, wie groß ist die Vielfalt. Jetzt ist das Thema, und das ist tatsächlich gerade meine letzte Folie, bevor es um die Fragen geht, aber Sie werden sich vielleicht fragen, naja, hier geht es doch eigentlich um MINT. Was ist denn jetzt mit diesem Thema Umwelt? Was machen Sie da konkret? Und dazu habe ich tatsächlich jetzt keine Folie gemacht, denn wir machen wenig exklusiv zum Thema Umwelt, denn wir merken, dass die Jugendlichen da nicht unbedingt drauf anspringen. Wir haben wir haben nicht das Gefühl, in den Schulklassen sitzen die ganzen Jugendlichen, die Fridays for Future unterstützen und die sagen, ach so, da kann ich was fürs Umwelt, für den Umweltschutz machen, dann gehe ich ins Handwerk. Sondern das ist eher etwas, wo wir merken, da sind wir vorsichtig mit geworden, das so explizit zu benennen. Wir benennen es aber also unter dem Aspekt Klimaschutz. Wir benennen es aber ganz häufig, weil es so wichtig ist, um zu zeigen, wie sich die Welt weiterentwickelt und wie viel Modernität im Handwerk steckt. Das heißt, der Bereich Klimaschutz, der Bereich Umwelt, Energieeffizienz, wenn wir an die Elektroniker denken und an die Anlagenmechaniker, die Solaranlagen aufs Dach installieren und anschließen, dann haben wir da ganz viel im Bereich Modernität. Wir haben Technik, die eingesetzt wird. Digitalisierung ist ein großes Thema im Handwerk. Neue Werkzeuge und Maschinen, die eingesetzt werden, die eben zum Beispiel auch den Rücken entlasten. Das ist ein Riesending und darüber kriegen wir die Jugendlichen viel mehr. Das heißt, wir gucken, dass wir immer den Zugang wählen, wo wir am meisten Affinität spüren, wo wir Nachfragen bekommen, wo wir merken, da können wir Interesse wecken. Und das ist auch im Bereich Klimaschutz und Umwelt, MINT, immer wieder der Technikbereich, also das T. Genau. Wir halten es aber meistens relativ, also wir von der Handwerkskammer, relativ allgemein und versuchen dann wieder durch den Einsatz, wie zum Beispiel bei den Gesellinnen, durch den Einsatz der Handwerker und Handwerkerinnen, das Tun tatsächlich in den Vordergrund zu stellen und zu zeigen, was ist denn das Ergebnis? Und das Ergebnis kann zum Beispiel eine Solaranlage auf dem Dach sein. Genau. Das war jetzt sehr viel Input. Und ich bin schon ganz gespannt, Ihre Fragen zu hören beziehungsweise zu sehen, welche Fragen bei Ihnen vielleicht aufgekommen sind und tatsächlich auch zu sehen, ob es Anregungen gibt, ob Sie noch weitere Ideen haben oder Input aus Ihren eigenen Erfahrungsbereichen. Vielen Dank, genau. Frau Weselow. Es ist ein spannender Einblick gewesen. Ich habe mir hier auch ein paar Notizen gemacht. Auch sehr spannend zu sehen bei den Umfragen. Ich hätte auch auf die Fotografin getippt und nicht auf die Köchin. Auch wichtig hier fand ich Ihre Anmerkung, Berührungspunkte ermöglichen, das Tun in den Vordergrund stellen. Interessant auch, nicht unbedingt über Klima und Umwelt zu kommen, sondern über das T, Digitalisierung, vielleicht auch Smart Home und was alles so dazu gehört. Ganz spannend, der Input. Vielen Dank dafür. Wir haben einige Fragen im Chat und ich würde gleich mal anschließend diese Fragen stellen. Die erste Frage ging um die Beteiligung, dass Unternehmen Azubis freistellen. Das ist eine Frage aus Gelsenkirchen, wo die MINT-Region einen Berufeparcours für SchülerInnen und Mitmachstationen mit verschiedenen Gewerken betreibt. Und da ist es oft schwierig, insbesondere von kleineren Handwerksbetrieben, diese zum Mitmachen zu bewegen und auch Azubis beispielsweise für den Tag zu stellen. Teilen Sie diese Erfahrungen aus Gelsenkirchen? Können Sie das auch für Hamburg bestätigen? Also das kann ich sehr bestätigen. Gerade die kleineren Betriebe, also man muss einfach im Hinterkopf behalten, der Durchschnittshandwerksbetrieb hat 8 bis 9 Personen, inklusive Geschäftsführung und Azubi. Und das heißt, es sind kleine Betriebe. Und wenn wir gerade mal auf den Bereich Umwelt- und Klimahandwerk gucken, dann ist da gerade richtig Druck auf dem Kessel. Und wir kriegen ganz viele Rückmeldungen auch von Betrieben im Moment, die sonst immer sehr aktiv waren, die sagen, wir können es im Moment nur schwer leisten, zum Beispiel bei einer 3-stündigen Messe dabei zu sein. Aber wir schalten uns gerne online mal für eine Stunde dazu, wenn es zum Beispiel eine Online-Veranstaltung ist. Das ist unser Weg, wie wir da jetzt im Moment mit umgehen. Und wir schauen eher zu den größeren Handwerksbetrieben,
es gibt immer wieder Personen, also es ist sehr betriebsabhängig, personenabhängig. Wir haben einfach Betriebe, die sind bei allem dabei. Wir haben gerade den Bereich der Ausbildungsbotschafter gestartet und haben da eine kleine Fortbildung für Azubis, die mit uns an Schulen gehen. Und wir haben zwei Betriebe, die uns eigentlich alle ihre Azubis sozusagen in diese Fortbildung schicken und die da sehr aktiv sind, weil sie sagen, ja, jetzt haben wir einen kleinen Engpass und wir haben dann an dem Tag ein bisschen Probleme, aber wir wissen, in 2-3 Jahren ist es dann ganz anders, weil wir dann die Azubis haben und vielleicht auch mehr Azubis bekommen. Genau, also wir haben da keine, also ich teile diese Erfahrung, wir haben da kein Erfolgsrezept, außer immer wieder anrufen und gucken, wer hat gerade Zeit. Und genau, wenn Sie noch nicht mit der Handwerkskammer, die bei Ihnen zuständig ist, in Kontakt sind, sind Sie aber vielleicht schon, dann kann ich Ihnen das empfehlen. Bei den Ausbildungsberatern ist es meistens der Fall, die kennen die Betriebe und wissen auch, wer für die Ausbildung offen ist und wer sucht. Und gerade die, die suchen, da kann man oft mal sagen, naja, dann macht mal was. Dann habt ihr da die Möglichkeit, eben bei einem Berufeparcours, das klingt total klasse, auch tätig zu sein und da die Azubis von morgen zu gewinnen. Haben Sie denn da in dem Zusammenhang auch die Erfahrung gemacht, dass ja auf Augenhöhe, also die AusbildungsbotschafterInnen, also dass die guten AnsprechpartnerInnen sind für Jugendliche, die auf der Suche nach einer Ausbildung sind? Oder ist es da egal, wer aus dem Handwerksbetrieb ein Gewerk beispielsweise oder einen Betrieb vorstellt? Ich würde sagen, das macht sehr viel Sinn, einen Azubi zu nehmen, denn die sprechen noch die Sprache der Schüler und Schülerinnen, die sind sehr viel authentischer, denn die haben ja gerade diese Entscheidung getroffen und wenn sie da stehen und sagen, beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, ich bin so zufrieden und ich kriege hier mehr als genug Geld, da müsst ihr euch keine Gedanken machen, ich sehe bei meinen Kollegen, dass es gut läuft oder ich habe vielleicht auch schon mal eine Ausbildung abgebrochen, weil ich in einem Betrieb war, da hat es überhaupt nicht gepasst, das war nicht gut, aber jetzt habe ich einen tollen Betrieb, das ist viel authentischer, als wenn ich das sage. Oder ich habe auch schon Veranstaltungen gehabt, da waren die Geschäftsführer mit dabei, weil sie gesagt haben, das ist eine wichtige Geschichte, da bin ich direkt vor Ort und da zeige ich, was man alles Tolles erreichen kann. Die sind dann aber schnell nicht zu abgehoben, aber die haben andere Themen, die ihnen wichtig sind als Geschäftsführung. Und die Azubis sind da meistens die authentischeren Personen, die das machen. Also ist für uns auf jeden Fall die erste Adresse, die wir versuchen mitzunehmen. Ich ziehe hier mal eine Frage aus dem Chat vor, nämlich auch, ob es diese Ausbildungsbotschafter auch in Bayern gäbe. Wissen Sie das zufällig? Können Sie das beantworten? Das ist ganz unterschiedlich. Genau, also die verschiedene Bereiche in Deutschland sind ja in Kammern aufgeteilt und jede Kammer macht das anders. Es ist kein gesetzlich vorgeschriebener Bereich, Ausbildungsbotschafter auszubilden oder fortzubilden. Ich weiß aber, es gibt einige Bereiche in Bayern. Da gibt es zum Teil auch Talent Scouts, die an Schulen gehen. Da gibt es zwei. Ich überlege gerade, aus welchem Bereich, also aus welcher Handwerkskammer Sie kommen. Die kommen nämlich aus Bayern. Da würde ich aber tatsächlich einmal gucken, welche Kammer für Sie zuständig ist oder in Ihrer Gegend tätig ist und da mal nachfragen. Vielleicht heißt es dort auch einfach anders. Das ist kein geschützter Begriff. Also wir können ja auch mal nach Talent Scouts googeln, dann kommen wir vielleicht auch dahin. Ja, gab noch eine weitere Frage, die sich auch auf die kleineren Betriebe nochmal bezogen hat. Ich nehme an, die ist auch schon mit beantwortet worden. Jetzt geht es um die Eltern. Hier ist eine Frage, wir machen oft die Erfahrung der Vorbehalte gegenüber Handwerksberufen, insbesondere bei den Eltern. Ob Sie konkrete Ansätze haben, die Eltern besonders anzusprechen und sie von den Chancen im Handwerk zu überzeugen? Und hier in Hamburg, aber ich nehme an, das war auch bundesweit, so Ende August war ja so eine Image-Kampagne der Handwerkskammern. Und ich fand die Frage sehr, sehr provokant auch. Was gegen das Handwerk spricht, meine Akademiker-Eltern beispielsweise. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wie Eltern angesprochen und auch vom Handwerk überzeugt werden können, unabhängig jetzt, ob es Akademiker-Eltern sind. Ja, also das ist tatsächlich eine Bundeskampagne und das war der erste Teil. Ich meine, dass jetzt demnächst auch ein zweiter Teil mit Fortsetzungsmotiven, die ein bisschen gefälliger sind, sage ich mal, das kommt noch.
Und auf Elternabenden haben wir genau dieses Thema. Ich finde es sehr gut nachvollziehbar, dass man sagt, ich möchte für mein Kind die besten Chancen, ich möchte die besten Startchancen. Es ist mir wichtig, dass meinem Kind alle Türen offen stehen. Und wie wir vorgehen, ist tatsächlich, dass wir wieder mit Handwerkerinnen und Handwerkern vor Ort sind, die selber erzählen, wie ihr Karriereweg war. Und wir haben eine Maßschneiderin, die jetzt, sagen wir mal, 28 ist, also die ist noch keine 30, die hat Abitur gemacht und hat dann angefangen zu studieren und hat es abgebrochen, hat eine Ausbildung gemacht und hat darüber, über Meisterfortbildung, sie war im Ausland unterwegs, also hat über Erasmus Plus einen anderen Auslandsaufenthalt gemacht während ihrer Fortbildungen und hat dann nochmal überlegt, ob sie studiert und hat sich nochmal dagegen entschieden und sagt, das war ganz gut, denn sie weiß, dass sie das intellektuell kann, aber sie geht eigentlich von ihren Vorlieben, von dem, was sie glücklich macht, in eine ganz andere Richtung. Und sie hatte natürlich auch dieses Gefühl, ist es gut, wenn ich jetzt mit meinem Abitur kein Studium verfolge? Und die kann das sehr gut auf den Punkt bringen, dass man sich keine Chancen vertut, dass man da seiner Karriere kein Minus oder kein Einwegschild jetzt irgendwie vorsetzt, sondern dass man viele Möglichkeiten hat, die einfach nicht so bekannt und nicht so straight sind, aber viel mehr motivieren, wenn es denn der eigene Weg ist. Und darüber versuchen wir, Vorbehalte abzubauen. Wir laden auch tatsächlich Eltern zu unseren Fortbildungen ein, dass sie selber einmal das erleben können. Und wir versuchen, gerade wenn es eher kulturell bedingt ist, dass es Vorbehalte der Ausbildung gegenüber gibt, einfach weil man dieses Prinzip in Deutschland nicht so gut kennt, was ja gerade bei Personen, die jetzt gerade nach Deutschland gekommen sind in den letzten 10 Jahren, da ist es verständlich, wenn es im Heimatland nicht diesen Wert der Ausbildung gibt, dass man das sich erstmal angucken möchte und Informationen braucht. Ansonsten, es ist ein dickes Brett. Diese Vorbehalte werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht einfach ausräumen können, sondern da muss man einfach beharrlich dranbleiben und immer wieder gucken, worum geht es denn? Also was ist denn das Ziel? Was sind genau die Vorbehalte? Und dann schauen, in welche Richtung kann es gehen. Genau, und an der Stelle mal auch mit offenen Karten spielen. Denn wenn ich etwas halbherzig mache, und da ist es egal, ob ich mein Jurastudium, Germanistikstudium als Bankkaufmann oder als Tischler tätig bin, wenn ich es halbherzig mache, dann werde ich wenig Erfolg haben und wahrscheinlich auch nicht so gute Chancen im Leben haben und auch vor allen Dingen nicht so viel Freude. Wenn ich es aber mit vollem Herzen und genau dabei bin, dann ist egal, was ich mache, dann wenn es zu mir passt, dann habe ich dort Freude. Und ich glaube, das muss man auch oft betonen. In diesem Zusammenhang hätte ich eine Nachfrage, weil es auch in vielen MINT-Regionen ein Thema ist. Sie sagen, dass Sie auch Eltern einladen. Wie erreichen Sie die Eltern denn? Geht es über die Schule oder gibt es Social Media, Facebook ist manchmal ja auch bei den Eltern ein Thema. Wie können Sie die Eltern erreichen oder wie hören die Eltern von Ihnen und kommen dann zu Ihren Veranstaltungen? Da haben Sie mich aber direkt mal gut erwischt, denn das ist super schwierig. Wir machen es tatsächlich über Schulen. Social Media ist bei uns kein großes Thema. Dafür haben wir einfach nicht genug Kapazitäten. Und wir versuchen das über Elternabende, über Elternräte. Es gibt verschiedene Zeitschriften, die sich an Lehrkräfte und Elternräte wendet. Und da versuchen wir einfach so viel wie möglich an Pressearbeit und an Flyern in alle Kanäle reinzuschicken. Die Resonanz ist relativ klein. Also wenn wir direkt auf die Personen zugehen, dann ist es meistens über die Vereine. Es gibt ja Elternvereine, es gibt Migrantenvereine, die sich vor allen Dingen an Eltern auch wenden. Und mit denen versuchen wir dann in Kooperation Veranstaltungen durchzuführen. Genau, es ist aber eine Zielgruppe, die wahnsinnig wichtig ist, aber auch sehr schwierig zu fassen zu bekommen. Das stimmt. Ich möchte noch einmal einladen, dass Fragen gerne im Chat gestellt werden können oder falls eine Frage nicht
ganz ausführlich oder nicht abschließend beantwortet worden ist, gerne Nachfragen stellen. Wir haben hier noch eine weitere Frage, ob es vergleichende Zahlenerfahrungen gibt, inwieweit die ersten praktischen Erfahrungen der SchülerInnen sich auf die Wahl der Ausbildung bzw. auf ein Abbrechen der Ausbildung auswirken. Also Zahlen haben wir nicht. Ich gucke mir die Frage gerade auch noch mal an. Und tatsächlich wäre es auch ganz spannend, das mitzubekommen. Unsere Erfahrung ist, dass häufig das erste Praktikum oft getroffen wird nach, wo kriege ich schnell einen Platz oder ach, da ist jetzt das Praktikum, aber was kann ich mal schnell machen? Und dass da oft die ersten Erfahrungen ja generell sind, ist das interessant für mich? Ist das etwas, eine Umgebung, die ich mir vorstellen kann? Und wenn nicht, was könnte es dann sein? Und wenn wir dann an dem Punkt sind, wo die Schüler tatsächlich interessengerichtet sich Betriebe angucken, wo sie Praktika machen, dann merken wir, dass sie häufig hängen bleiben im besten Sinne. Dass sie also merken, diese Umgebung gefällt mir, hier habe ich eine Art berufliches Zuhause gefunden, denn hier werde ich an die Hand genommen. Und ich sehe das gerade, also ich habe das große Glück, dass bei mir im Team zwei beziehungsweise drei Kolleginnen tatsächlich Kinder in dem Alter haben, wo es darum geht, sich um den Beruf zu kümmern. Und wir reden sehr viel über deren Erfahrung. Und bei denen war es so, also es ist jetzt überhaupt nicht repräsentativ und natürlich auch ein bisschen vorgefärbt, weil es Handwerkskammermitarbeiter sind. Aber bei denen war es wirklich so, dass sie gesagt haben, sobald ich in einem Betrieb gut aufgenommen werde, dann steigt mein Interesse und dann kann ich es mir vorstellen. Und eine Tochter, die war in zwei Bäckereien und bei der einen Bäckerei lief es ganz fürchterlich, sodass tatsächlich sie den Betrieb gewechselt hat. Und in der anderen Filiale der gleichen Bäckerei war es total gut, aber sie meinte, nee, dieser Betrieb ist verbrannt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, eine Ausbildung zu machen, weil ich ja weiß, wie es in der Nachbarfiliale zugeht. Und die hat nochmal ein anderes Praktikum gemacht und ist da sehr glücklich und sagt so, hier habe ich ein besseres Gefühl. Genau. Das ist, wie gesagt, aber überhaupt nicht repräsentativ. Das gucken wir auch immer. Also wir versuchen sehr viel an solchen Erfahrungen rauszukitzeln, aber häufig bleibt das ein bisschen auf dem Weg. Wenn Sie da aber Erfahrung haben oder mal Rückmeldung bekommen haben, wäre ich da sehr interessiert dran. Ja, also ich gebe die Frage gerne in die Runde weiter. Wer ja Erfahrung hat, gerne Links teilen hier im Chat, nehmen wir gerne mit auf. Wir haben noch zwei Fragen. Ich würde einmal kurz damit anfangen, wie viele Schulen oder SchülerInnen nehmen durchschnittlich an dem Programm teil, bevor wir noch zu einer weiteren Frage kommen. Wir haben, also sehr unterschiedlich zu den Bereichen. Wir haben gerade diese Woche Kontakt mit überschlagen 400 Schülerinnen und Schülern gehabt, die von uns Vortrag und Workshops mitbekommen haben. Das heißt, das waren sehr große Veranstaltungen. Das war eine Aula voll an einem Gymnasium. Wir haben aber auch Schnupperkurse, wo man 4 Stunden ganz konkret in einer Gruppe von 5 bis 10 Personen an einem Werkstück arbeitet. Und da haben wir pro Jahr im Schnitt 150 Schülerinnen und Schüler, die daran teilnehmen. Genau, so ist die Spannbreite von 400 pro Woche bis 150 im Jahr, je nach Angebot. Ja, vielen Dank. Und dann die Frage, wie man die Eltern der ja, aus bildungsfernen Familien erreicht. Also über Kulturvereine erreicht man die Migranten wie die anderen Eltern. So, gibt es da einen Geheimtipp, den Sie teilen können? Leider nein, aber wenn irgendwer in der Runde einen Geheimtipp oder auch einen öffentlichen Tipp hat oder gute Ansätze, sind wir da sehr offen. Wie gesagt, meistens geht unser Weg über die Lehrkräfte, die ein Gespür dafür haben, bei welcher Familie könnte nochmal ein Flyer mehr, zum Beispiel beim Lehrersprechtag oder Elternsprechtag, eine gute Sache sein. Mhm. Ich bin jetzt tatsächlich auch im Gespräch, ob wir zum Beispiel bei den
Also bei uns an den Schulen gibt es vor den Zeugnissen einen Tag, also die Kinder kriegen ihre Zwischenzeugnisse nicht mehr direkt in die Hand gedrückt, sondern tatsächlich wird es übergeben an dem Elternsprechtag, sodass die Eltern direkt die Zeugnisse bekommen und eine Rücksprache möglich ist, auch in Richtung, wie geht es weiter, welcher Schulabschluss ist möglich. Und da direkt mit Flyern und mit Angeboten zu kommen, das wäre nochmal eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob es umsetzbar ist. Und die Verteiler, die Lehrkräfte zu erreichen, nehme ich mal an, historisch gewachsen, weil wir auch sehr oft hören in den MINT-Regionen, ja, wie kommt man am Schulbüro vorbei, wenn man da mailt sozusagen, da erreicht es doch nicht die passenden Lehrkräfte. Ich nehme an, dass da die Handwerkskammer ja, einen guten Verteiler hat an den Lehrkräften, die für die Berufs- und Studienorientierung genau. Ja. zuständig ist. Da kann ich Ihnen immer nur raten, gucken Sie auf der Schulhomepage im Bereich Berufsorientierung, wer da als Ansprechpartner genannt wird. Das sind meistens die Personen, die dafür, also ich kann immer nur für Hamburg sprechen, ich glaube aber, dass es deutschlandweit ähnlich ist. Schauen Sie, diese Person hat meistens zumindest einen kleinen Stellenanteil, der dafür gedacht ist, Berufsorientierung voranzubringen. Ansonsten die Fachleiter für die entsprechenden Fächer gucken, ob man das über die Schulhomepage rausbekommt. Über das Sekretariat oder Schulleitung sickert das meiste irgendwo weg. Da kommt, das ist auch unsere Erfahrung. Und wir haben eine Berufs- und Studienorientierungslandeskonferenz. Schwieriger Name, BOSO-Landeskonferenz. Da haben wir das Glück, dass wir häufig eingeladen werden. Das ist nämlich so eine Konferenz mit den entsprechenden Lehrkräften aus ganz Hamburg. Und da kann man sich ganz gut positionieren. Also das wäre nochmal so eine Idee, auf die Schulbehörde zuzugehen und zu fragen, gibt es solche Foren, wo man das eigene Angebot vorstellen kann. Und ansonsten ist es bei uns wirklich langjährige Kontaktpflege, die dazu führt, dass wir gerade einen sehr guten Verteiler haben. Und da kann ich tatsächlich auch nur raten, wenn Sie begrenzte Kapazitäten haben, eher gezielt mit wenigen Schulen zusammenarbeiten, statt groß mit der Gießkanne. Weil also da merken wir, da verpufft bei uns sehr viel, wenn wir mal einmal hier, mal einmal da sind, sondern wirklich die Kontakte zu pflegen, dann baut sich auch viel auf und dann kann man das auch an Kooperationen mit Betrieben weitergeben, die dann unsere Arbeit sozusagen machen. Also diese Kontaktanbahnung ist ja eher unser Ziel. Das dauert aber tatsächlich mehrere Jahre und nicht mehrere Wochen. Also was ich auch hier bei uns in Hamburg, wer Hamburg kennt, vielleicht auch den Hamburger Dom, ich finde dieses Speed-Dating im Riesenrad auch eine ganz besondere Gelegenheit, in Kontakt mit Schülerinnen und Schülern zu kommen. Ja, also es gibt viele ungewöhnliche Ideen, auch auf der Ja. Schlittschuhbahn bei uns in Planten und Blumen. Ja. Ich bin mir sicher, dass es auch bundesweit da ganz viele tolle Ideen gibt, aber ja, also es ist nicht einfach, das ist das, auf was wir immer wieder hören. Ich frage gerne noch einmal in die Runde, ob es weitere Fragen gibt. Gerne hier im Chat teilen. Wir haben noch Zeit. Wir nehmen gerne noch weitere Fragen auf. Ich fand das schon mal sehr, sehr spannend, Frau Weselow, zu hören, was jetzt dieses Projekt ausmacht. Ja, vielleicht eine Frage noch. Bei den Tischlern, Sie sagen, viele Tischler oder interessieren sich für das Tischlerhandwerk. Oft sind die Berufe ja gar nicht so bekannt, die vielleicht Alternativen wären. Also Zimmermann, Zimmerfrau kann ich noch werden sozusagen. Also mehr über die einzelnen Berufe zu erfahren, weil es eben auch so eine große Bandbreite gibt. Aber ja, die üblichen Verdächtigen werden dann immer gewählt. Vielleicht da nochmal gucken, wie kann ich mehr über Handwerksberufe erfahren? Der einfachste Weg ist tatsächlich die Seite handwerk.de. Das ist eine Jugendseite, wo es zum Beispiel den Berufe-Checker gibt. Da beantwortet man 5 Fragen, die sehr einfach sind, wie zum Beispiel, möchte ich lieber drinnen oder draußen arbeiten? Möchte ich lieber im Team und mit Menschen arbeiten oder lieber mit Maschinen und Technik? Und da werden dann sofort 5 Berufe vorgeschlagen. Natürlich sind da alle Handwerksausbildungen, die einem vorgeschlagen werden und in der jeweiligen Region gibt es die gegebenenfalls gar nicht so sehr oder man muss auch einmal gucken, regional sind da ja auch Unterschiede, ob wir jetzt vom Metzger oder Fleischer oder vom Schreiner oder vom Tischler sprechen, da gibt es ja auch noch das, was so umgangssprachlich nochmal eher verfestigt ist, da muss man immer ein bisschen reingucken, aber das ist so die erste Anlaufstelle, wo ich jetzt sage,
sagen würde, egal wo ich aus Deutschland herkomme, das ist eine gute Seite, um da schon mal sich zu orientieren. Prima, vielen Dank für den Tipp. Im Chat sind jetzt keine weiteren Fragen. Ich nehme gerne nochmal auf, dass Sie gesagt haben, also man müsste ja Handwerk anfassen, mit den Sinnen erfassen. Und ich mache da gerne Werbung für unsere nächsten beiden Webinare. Wir teilen da auch die Anmeldelinks gleich mal im Chat, dass wir nämlich im nächsten Webinar am 10. November gehen wir nach Thüringen in die Jugendunternehmenswerkstätten, wo auch MINT-Berufe entdeckt werden können. Und im Dezember, am 8. Dezember, kommt die mobile Handwerkstatt in den Klassenraum. Auch zwei weitere Möglichkeiten, MINT-Berufe im Handwerk kennenzulernen. Da freuen wir uns auch über den Input aus den MINT-Regionen und ja, auch über die Fragen. Wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, sage ich ganz herzlichen Dank, Frau Weselow, dass Sie uns das Projekt vorgestellt haben. Ich denke, wenn es Fragen gibt im Nachgang, würde ich mich nicht scheuen, Sie auch gerne nochmal zu kontaktieren und da Kontakte weiterzuleiten. Genau, an alle gerne. Teilnehmenden herzlichen Dank fürs Mitmachen, für die Fragen. Es gibt gleich noch eine kurze Feedback-Abfrage, wenn wir das Meeting beendet haben. Da freuen wir uns auch über Rückmeldung. Gerne auch an mich weitere Beispiele aus den MINT-Regionen. Wer einmal etwas hier für die MINT-Regionen vorstellen mag, darüber freuen wir uns auch sehr. Herzlichen Dank für heute und auf Wiedersehen. Und ja, herzlichen Dank für den Input aus dem Chat. Das gebe ich sehr, sehr gerne weiter. Vielen Dank, Frau Weselow, an die Handwerkskammer Hamburg. Dankeschön. Bis dann.